Und zwar gucken wir uns an das Video Geheime Absprachen, die Wahrheit über Stadion-Vlogs von Visca Barca, Trimax und Co. Anhand des Like-Dislike-Verhältnisses könnt ihr sehen, dass das Video nicht unbedingt das beliebteste Video auf dem Kanal ist. Ich habe selber noch nicht gesehen. Eine Dr. Pepper, Pommes, Burger, was soll ich euch sagen? Classic halt, ne? Sie sind Stars. Vorbilder für Millionen junge Menschen. Streamer und YouTuber. Komm, ich unterschreibe schnell. Ja, Foto. Berühmt auch für solche Stadion-Vlogs. Persönliche und emotionale Highlights von Fußballspielen. Ja, Leute, alles ist krank. Seid euch auch so Wort, Wahnsinn! Aber geht es hierbei am Ende dann noch wirklich um die Liebe zum Fußball oder ist es dann nicht doch eher so ein abgekatertes Werbespiel? Ist zu laut? Das wollen wir in diesem Film herausfinden. Gibt es versteckte Absprachen zwischen Bloggern, Agenturen und der Deutschen Fußballliga? Es geht um millionenschwere Lizenzen, das verbotene Drehen von Spielszenen und Widerstand von Fans. Immer diese Eventisierung des Fußballs, diese reine Selbstdarstellung, dieses alles muss immer größer, krasser, geiler sein. Ich glaub nicht, dass da die Influencer schuld sind. Fußball? Das war mal das hier. Bei einem energischen Vorstoß von Termat werden zwei Gegner ausgebotet, doch Beara hält dem Deutschen liebevoll das Bein fest. Geil. Gleich darauf fährt Kohlmeier auf der Torlinie mit der Hand ab 11 Meter. Und so adrett wurde zugeschaut. Mit vollem Fokus aufs Spiel. Was zur Hölle dann passiert ist? Naja, ihr kennt die Geschichte. Und das ist Fußball heute. Die perfekte Quelle für Social Media Content. Boah, also ich sage euch ehrlich, den Anfang des Videos fühle ich schon mal gar nicht. Unabhängig davon, ob Influencer-Kollegen wie Visca Barca, Trimax und Co. dorthin gehen, um dort Content zu produzieren für ihre YouTube-Kanäle, ist es doch ein ganz allgemeines Problem der Gesellschaft, dass medial jeder sofort jeden Supermoment oder den tollen Moment oder guck mal hier, wo ich bin. Ne, jeder hat einen Geltungsdrang, nicht jeder. Social Media hat uns alle kaputt gemacht, die ganze Gesellschaft. Also nicht nur vereinzelte Leute, Social Media hat alles kaputt gemacht. Nach jedem Spieltag landen Stadion-Vlogs auf YouTube und es werden immer mehr. Geisteskrank, also wirklich starke Leistung. Der Stadionbesuch wird noch einmal erlebbar gemacht, mit allem, was dazugehört. Ich glaube, es wird gleich so die Post abgehen. Ich kann nicht mehr warten. So geil! Dieser Vlogger hier, Trimax, ist einer der bekanntesten. Er streamt alles Mögliche, macht aber auch Videos von Champions League-Spielen oder der Bundesliga-Relegation. Täusche ich mich da? Korrigiert mich da bitte, lieber Livestream-Chat. Aber Trimax ist jetzt für mich nicht bekannt, ein Stadion-Blogger zu sein. Der war ein, zweimal und gut ist. Handys raus aus Stadien. Guck mal, Defi 23. Ich kann verstehen, dass du vielleicht mit dir selber unzufrieden bist oder im Leben noch nicht so viel erreicht hast und ein neidisches Auge und abgefuckt bist auf Leute, die im Stadion filmen. Aber deine Aussage, und da merkt man zumindest anhand dieser drei Worte, dass du anscheinend ein wenig schwer vom Begriff ist, zu schreiben, Handys raus aus Stadion, dann kannst du aus jedem Stadion erstmal 60-70%, kommt immer ganz drauf an, 60-70% der Leute rausschmeißen. Das ist ein Nonsens-Kommentar. Dass Handys nicht gern gesehen sind in den Ultrablöcken, weil da vielleicht auch mal ein Bengalo geschmissen wird oder whatever, oder die Ultraszene einfach nicht gesichtlich gesehen werden möchte im Internet, okay, den Aspekt, den gebe ich dir noch. Aber zu schreiben, Handys raus aus Stadion, macht ja gar keinen Sinn, Digga. Trimax! Cringe. Heute spielt er mal selbst. In der 10. Liga in Hamburg. Der SSV Harzduck ist sein eigenes Team. Er kann hier so viel Content produzieren, wie er will. Denn für den Streamer geht's natürlich auch um Klicks. Alleine mit seinen YouTube-Kanälen soll er 2022 mehr als 1 Million Euro verdient haben. Auch auf Twitch schauen Tausende zu, wenn Trimax streamt.
Und heute soll es auch im Stadion mal so richtig knallen. Die Tribüne wird wahrscheinlich voll sein. Wir wollen heute den Rekord aufstellen für die 10. Liga, weil heute noch mal echt 10 Influencer aus ganz Deutschland hier auflaufen werden. Da wird ja wahrscheinlich auch jede Menge so gefilmt drumherum, oder? Wir haben hier ganz normale Fußballproduktion, ist auch sauteuer, das ganze Projekt. Wir haben immer Kommentatoren dabei, wir haben 3, 4 verschiedene Kameras überall. Wir übertragen das Ganze auch live auf Twitch, dass die Leute auch von zu Hause aus zuschauen können. Ich mache daraus die Highlights, die besten Szenen, die Tore, schneide ich immer noch mal alle zusammen. Kommt mir das nur so ein bisschen vor oder ist der Kommentator der das Ganze hier begleitet beziehungsweise im Hintergrund redet, hat man so das Gefühl vom Unterton, dass er ein bisschen angepisst ist auf die ganze Influencer-Szene? Ich habe nicht das Gefühl, dass es neutral ist. Die anderen Influencer, die Stimmungsmacher, viele sind hier für Trimax unterwegs. Perfekt choreografiert für die Kameras und Follower. Boah, also mich fuckt das richtig ab, wie der redet. Vlogger und Fußball, it's a match. Aber nur auf den ersten Blick. Die Beziehung ist voller Probleme, wie wir in diesem Beitrag sehen werden. Die Konflikte zwischen Vloggern und Fans sind Stoff für pikante Berichte. Einige Fans fordern sogar eine Art Stadionverbot für Influencer wie Trimax. So wie dieser HSV-Fan. Vor der Kamera will er nicht mit uns sprechen, da es ein heikles Thema sei. Felix große Fresse auf Twitter. Und wenn es dazu kommt, seine Meinung in die Kamera zu sagen, hat er keine Eier. Dass man so einem Pisser überhaupt die Plattform bietet. Er kritisiert, dass sich Vlogger wie Trimax in den Fußball einkaufen und andere Fans verdrängen würden. Das ist das dümmste Argument von so einem Fehler wie Felix, was es gibt. Andere Fußballfans verdrängen. In den meisten Fällen, jetzt unabhängig von Trimax, in den meisten Fällen haben Leute wie Wisca Barca und andere Leute, bekommen sie Tickets über Sponsoren. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, im Stadion XY haben 2, 3, 4, 5 Logen Sony. So, dann kriegt er über Sony die Karte und kauft kein Otto Normalo das Ticket weg. Das ist ein dummes Argument. Du kaufst den anderen Leuten das Ticket weg. Und selbst wenn Trimax oder Wisca Barca und wie sie alle heißen, sich ein Ticket kaufen, um dorthin zu fahren und zu filmen, dann haben sie für dieses Ticket bezahlt, wie jeder andere Mensch auch. Wo ist das verfickte Problem? Viele Ultraszenen haben ein Problem mit Stadionvloggern. Es würde bestimmt nicht überall gut gehen, wenn man die falschen Leute im Vlog antrifft. Aber wir finden einen Fan, der bereit ist, seine Meinung vor der Kamera zu äußern. Seinen vollständigen Namen will uns Emanuel allerdings lieber nicht verraten. Was sind so grundsätzlich deine Kritikpunkte an solchen Stadionvlogs? Für mich ist Stadionbesuch, mit Freunden treffen, Bratwurst, Bier, sein eigenes Team anfeuern, Emotionen zeigen. Und die Vlogger kommen mit einer ganz anderen Intention ins Stadion, ne? Die benutzen das als Mittel zum Zweck für ihren Vlog, um möglichst Zuschauer zu generieren, Klicks und Likes zu sammeln auf verschiedenen Plattformen. Und wo ist das Problem? Nur weil das von deiner Vorstellung vom Fußball schon abweicht, sollen die jetzt Stadionverbot bekommen oder ähnliches? Nennen wir doch mal wirklich ein vernünftiges Argument. Krasse Fakten, die er da gespittet hat. Oder nicht? Manuel bezweifelt, dass durch Vlogger dauerhaft mehr junge Leute ins Stadion kommen. Er plädiert stattdessen für günstigere Eintrittskarten. Mich stört, dass diese Leute halt keine Emotionen zeigen oder nur künstliche Emotionen. Wenn zum Beispiel ein Tor fällt, dass sie dann erst ihre Kamera rausholen und dann jubeln. Da haben sie jemanden eingeladen, der überhaupt gar keine Ahnung hat, wie das abläuft. Das ist eigentlich so unfassbar traurig. Jeder hat ein ganz eigenes Empfinden, was für ihn Stadion ist. Der eine geht da, wie er gesagt hat, hin, um mit Freunden Bratwurst zu essen, Bier zu trinken und eine gute Zeit zu haben. Die anderen gehen da hin, weil sie Fan von nur einem Spieler sind und nicht von dem Verein. Andere gehen da einfach nur hin, weil sie sonst nichts anderes zu tun haben. Andere gehen da als Familienausflug hin, um mal dem Kind Fußball zu sein. Es gibt ja, jeder hat ja ganz andere Beweggründe, warum man ins Stadion geht. Die Ultra-Blocks sind nochmal ein Thema für sich. Aber wenn wir jetzt von den Nicht-Ultra-Blocks-Plätzen reden, dann bezahlt jeder seinen Ticketpreis und kann am Ende dort machen, legal, was er möchte. Ob du bei jeder Szene durchdrehst und losschreist, ob du da nur emotionslos sitzt und nicht einmal klatscht oder ob du dort Videos und Instagram-Stories für dich und für deine Zuschauerschaft machen möchtest, kann doch jeder für sich selber machen. Und davon mal jetzt abgesehen, ich persönlich sehe da auch für die meisten
Vereine oder oftmals für die Vereine auch einen Mehrwert. Denn am Ende kommt ein cooles Video dabei rum, wo man natürlich auch die Emotionen, den Verein, das Stadion, die Spieler und repräsentiert. Natürlich, wenn du jetzt, was weiß ich, bei Dortmund einen Stadion-Vlog drehst und die kriegen da übelst einen auf den Deckel. Aber selbst dann fängst du ja von dem Stadion die Emotionen ein und machst ja ein, würde ich jetzt sagen, in den meisten Fällen positives Video über den Verein. Und zu behaupten, dass dadurch keine mehr Jungspieler und ähnliches ins Stadion kommen, ist halt eine Quatsch mit Soße aus von dem Typen. Dann, dass sie nicht zur Stimmung beitragen, sondern quasi eigentlich darauf beschränkt sind, immer zu überlegen, soll ich mich jetzt selber filmen, quatsche ich selber in die Kamera oder nicht? Oder wann ist ein guter Zeitpunkt? Und ein dritter Punkt ist natürlich, wenn man das große Ganze sieht, immer diese Eventisierung des Fußballs, diese reine Selbstdarstellung, dieses alles muss immer größer, krasser, geiler sein. Was sind das für dumme Argumente von der Halbplatze? Das ganze Fußball ist eine Eventisierung, Digga. Der gesamte Fußball ist gekauft und eine reine Geldmacherei. Digga, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Du kannst doch nicht den kleinen Influencer Visca Barca die Schuld geben, dann auch noch das Argument zu sagen, die machen keine Stimmung. Unabhängig jetzt davon, ob sie filmen für ihren Vlog oder nicht, ist jeder Fußballbesucher, der keine Stimmung macht, unerwünscht und sollte dann wieder gehen, weil sie keine Stimmung machen. Drüber kann Trimax nur lachen. Also die Influencer schuld, dass der Fußball kommerzialisiert wird. Also der von allen Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es ja nichts, was so kommerzialisiert ist wie der Fußball. Ja, ich glaub, richtig. Ich glaube nicht, dass da die Influencer schuld sind. Die haben gesagt, dass eigentlich Fußball was ist, also was gemeinschaftlich ist. Auch gerade natürlich ein Verein, das sind alles Mitglieder, man engagiert sich und sowas. Der Fußball steht im Vordergrund, das Team. Und Influencer oder Vlogger würden dann so eine Art Selbstinszenierung einfach hervorbringen. Wie siehst du das? Interessanter Punkt. Klar geht es auch darum, wie man sich fühlt, wie man selber das Ergebnis abschätzt, wer man findet, hat ein gutes Spiel gemacht, wer hat ein schlechtes Spiel gemacht, was jetzt auch gar keine Expertenmeinung ist. Also ich rede da auch sehr, sehr viel Mist dabei, gehört auch mit dazu. Hören die Leute halt gerne, da meine eigene Einschätzung zu sehen, aber eine Selbstinszenierung würde ich sagen, nee. Eigentlich dürfte man solche Vlogs gar nicht aufnehmen. Filmen ist nämlich nur außerhalb des Stadions erlaubt. Sobald die Vlogger reingehen, gelten die Stadionordnung und Ticket-AGBs. Und die verbieten im Regelfall Aufnahmen für kommerzielle Zwecke. Wer die Spielszenen zeigt, kann sogar eine Geldstrafe bekommen. Eigentlich. Bist du dir denn dessen bewusst, dass man eigentlich keine Spielszenen zeigen darf und auf YouTube hoch... Der Typ, der das Format macht, ist mir so unsympathisch, muss ich wirklich sagen, der da redet. Ich bin ja jetzt nicht komplett up to date, aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass das gesamte Film in Stadion mit richtigen Profikameras eigentlich verboten ist, beziehungsweise wenn du bei der Einlasskontrolle kontrolliert wärst mit einer Kamera, das war zum Beispiel auch beim Chelsea-Stadion so, wo ich mit Kai Pflaume, Kai Havertz zugeguckt habe, da gab es zum Beispiel Probleme. Mit der Handykamera kannst du filmen, was du willst. Wie es kommerziell dann ist, weiß ich nicht, aber ich sag mal so, warum diskutiert der Typ den Punkt überhaupt mit Trimax? Man sieht ja ganz klipp und klar, dass die Vereine und die Sender nichts dagegen machen, wenn am nächsten Tag ein Stadion-Vlog von Visca Barca oder Trimax oder von anderen YouTubern und Influencern hochgeladen werden. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran aus meiner Wahrnehmung. Was ich viel verwerflicher finde, das ist aber natürlich ein anderer Punkt, und darüber sollte Zapp mal ein Video machen, dass ich 33 Abos brauche, um am Ende mir in Deutschland alle Spiele und Highlights angucken zu können. Das ist ein Verbrechen. Das sollte man mal bestrafen und darüber sollte man reden und da sollte man mal einhaken der Kommerzialisierung und des Geldmachens und nicht des, oh, Fußball ist so ein Gemeinschaftssport und gute Zeit und bla. Fußball ist eine ganz große und jeder will sie. Also ich weiß nicht, wo diese Menschen leben, aber Fußball ist der Inbegriff des Geldes und des, sorry. Ich habe das Gefühl, dass bei diesem Influencer-Ding so ein Sündenbock gesucht wird. Digi, du kaufst dir ein Abo für Samstag Bundesliga gucken, willst am Sonntag auch nochmal ein Spielchen gucken oder in der Woche, geht nicht, musst nochmal 10 Euro bezahlen. Dann willst du Champions League gucken, musst nochmal 10er bezahlen, 20. Das ist ein Verbrechen, Digga. Ah, Whataboutismen, guck mal, ich will dir mal so sagen, okay, Whataboutismen, seine Mutter habe ich ich scheiß auf dieses Argument. Davon mal abgesehen, Whataboutismen ist ja auch, wenn du mit Gegenargumenten von eigentlichen Problemen ablenkst. Aber, mein Süßen, ich sehe bis jetzt hier anstelle der Influencer überhaupt gar keine Probleme. Die kaufen sich ein Ticket, fahren dahin und filmen. Wo ist das Problem? Hochladen darf von Bundesliga-Spielen? Offiziell dürfen wir auch keine Games zocken und die hochladen, weil wir die Rechte da nicht drauf haben. Offiziell darf auch keine Musik laufen. Offiziell dürfen wir im Stream gar nichts zeigen. Diese Szenen, die wir zusammengeschnitten haben, wir nehmen jetzt ja nichts aus der Übertragung oder irgendwie sowas, ist fast alles, was wir machen, eine Grauzone, ja. Nur eine Grauzone?
Später wird uns Trimax sagen, dass er hinter den Kulissen fast schon hofiert wird. Dabei hat er selbst erst eine Handvoll Stadionvlogs gedreht. Andere Vlogger machen das jede Woche. Wir schauen uns exemplarisch den größten und bekanntesten von ihnen genauer an. Wisca Barça. Wisca Barça, einer, der, dem ich es vom ganzen Herzen gönne, hat eine miese Zeit hinter sich gehabt, hat Steuerschulden gehabt, seine Schwester und ihr Idioten-Ehemann haben ihn ausgenommen. Der war ganz unten und hat sich mit diesen Stadion-Vlogs so zurückgekämpft. Und ich will euch mal eins sagen. Wenn wir ein Beispiel nehmen von einem YouTuber und einem Influencer, der sich den Arsch aufreißt und mehr unterwegs ist als der Geschäftsführer von Amazon gefühlt, dann ist es Wisca Barça. Der reist so viel, der ist gefühlt nie zu Hause. Klar, ist immer noch alles besser als 10 Stunden auf dem Bau. Aber der steckt so viel Herzblut, so viel Liebe in seine Stadion-Vlogs rein. Zu Recht ist er der größte Stadion-Vlogger, Spiele-Vlogger, den es in Deutschland gibt. Und alle Punkte, die die genannt haben, keine Emotion, der ist leise und. All diese Punkte, die Halbplatzer davon gebracht haben, treffen auf Wisca Barça nicht zu. Er reist quer durch Europa, jo, immer zu den besten Spielen, für die man sonst nur sehr schwer Tickets bekommt. Real gegen Chelsea, Bayern gegen Man City oder auch zum Istanbul Derby. Wie macht er das? Gibt es womöglich versteckte Absprachen mit Verein und Lizenznehmern? 4 Dinge fallen besonders auf. In Stadionvlogs sind meistens die Highlights des Spiels zu sehen. Oh mein Gott! Obwohl das ja eigentlich verboten ist, vor allem wenn man sie einem Millionenpublikum auf YouTube zur Verfügung stellt, wird es auch toleriert, weil Wisca Barça vor allem Positives über die Vereine sagt? Schon vor 5 Jahren hat er groß angekündigt. Und vielen, vielen Dank. Ich werde auch viel Content mit dem Auto für euch producen. Bis heute präsentiert der Influencer immer wieder sein Auto. Die Beispiele werden nicht als mögliche Werbung gekennzeichnet. Aber wir konnten herausfinden, dass er mit Mercedes-Benz schon kooperiert hat. Ja, dann müssen hier Deutschlandfarben anmachen bei den LEDs. Digga, was laberst du, kleiner Vogel, für Scheiße, Digga? Was ist das denn für eine gequälte Scheiße? Du hast geredet, als wenn du dich gefühlt hast wie Sherlock Holmes, Digga. Das ist ja wirklich ganz schrecklich. Jetzt weiß ich auch, wo die Dislikes auf dem Video herkommen. Das wird nämlich immer schlechter. Hier, Kollege Schnürschuh. Das gleiche könntest du über mich auch sagen. Ich zeige auch ständig meine Autos. Auch mit Mercedes. Ich kooperiere nicht mit Mercedes. Also, Digga, ist ja komplett hirnverbrannt, was da jetzt gerade ist. Seine Klamotten, nein, es kommt jetzt nicht das, was ich denke, oder? Ansonsten natürlich, wie immer, habe ich die Elevate-Hose am Start. Die immer wieder weist er auf die Klamottenmarke Elevate hin. Geschäftsführer der Marke ist ausgerechnet sein Vlogger-Kollege Elias Nährlich. Hä? Was ist das für eine dumme Scheiße, Digga? Was ist denn das für eine dumme Scheiße, was muss ich da hören und sehen? Das kannst du auf die gesamte Influencer-Szene beziehen. Untereinander wird sich hin und her geschickt und man gibt einen kleinen, als kleines Dankeschön, sagt man hier, oh Bruder, Baba, mäßige Qualität hier, Ola Cola, Peso, ein Shoutout, haben sie wohl noch nicht gehört. Nahezu alle seine Videos beginnen mit einer ausschweifenden Hotelführung. Gestern Nacht war ich wirklich wie ein kleines Kind durch das Zimmer gesprungen, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Ihr werdet gleich ausflippen. Macht er das nur so oder steckt mehr dahinter? Der Hinweis Werbung ist in den Videos, die wir uns stichprobenartig anschauen, nicht vorhanden. Digga, wir gucken uns das Video jetzt nur fast 9 Minuten an und es ist bis jetzt nur Scheiße. Es ist noch nicht ein vernünftiges Argument gebracht worden, warum solche Leute wie Barça sich aus den Stadien zu verpissen haben. Also, zumindest aus meiner Wahrnehmung, kein vernünftiges Argument. Jeder Influencer macht Hotelführung und man markiert Werbung nur als Werbung, wenn es auch bezahlte Werbung ist. Leider wollen weder Wisca Barça noch sein Management mit uns darüber sprechen. Komisch, ja. Also recherchieren wir ihm hinterher. Wir versuchen, an die Marken aus seinen Videos heranzukommen. Lüders, hallo. Ich arbeite für den Norddeutschen Rundfunk. Mich würde nur mal interessieren, wie laufen denn solche Kooperationen eigentlich ab? Ich hatte schon zweimal angerufen. Es geht um ein Interview für den NDR. Am Telefon kommen wir nicht weiter. Also machen wir uns auf den Weg und fahren Orte aus den Videos ab. Also ich hab wirklich das Gefühl, das Video ist Satire. Ich habe wirklich das Gefühl, das Video ist eine reine Verarschung. Das kann er doch nicht ernst meinen. In diesem Hotel hat Wisca Barça vor dem Revierderby Schalke gegen Dortmund übernachtet.
anscheinend sehr zu seiner Zufriedenheit. Erstmal gibt's wie immer eine Hotelroom-Tour. Links haben wir direkt hier das Badezimmer und das ist sehr, sehr cool designt. Bodentiefe Dusche, hab mich gerade eben schon fresh gemacht. Übrigens natürlich wieder mit Elevate-Zipper am Start. Jawohl. Das Bett ist auch sehr, sehr bequem. Auch die Lampen sehen fancy aus, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Der Lobbybereich sieht auch voll jung und modern aus. Hier haben wir noch ein Kicker-Table, so eine chillige Chill-Area. Steckt hinter dem Lob ein Deal? Oder erzählt Wiska Barca das einfach so? Wir sprechen darüber mit einem Mitarbeiter. Ohne Kamera. Hier in diesem Hotel, wo Wiska Barca übernachtet hat, ist man sich ziemlich sicher, dass sowas im Rahmen von einer Kooperation stattgefunden hat. Aber das machen nicht die Leute hier, sondern eine PR-Abteilung in Hamburg. Von denen habe ich jetzt die Telefonnummer und frage da mal nach. Kleiner Spoiler, ich sollte eine E-Mail schreiben, auf die mir dann wieder nicht geantwortet wurde. Bekommt Wiska Barca Geld? Wird hier Werbung verschwiegen? Zumindest nicht in jedem Fall. In einem zweiten Hotel in Düsseldorf erzählt mir eine Mitarbeiterin, dass Wiska Barca sein Zimmer ganz normal bezahlt hat. Aber es gibt Indizien, dass das nicht immer so ist. Was muss ich mir jetzt hier angucken, okay? Die Wahrheit, der Titel ist Die Wahrheit über Stadion-Vlogs von Wiska Barca. Ihr lauft gerade dahinterher, um zu überprüfen, ob Wiska Barca sein Hotel selber bezahlt hat oder ob er das für einen günstigeren Preis oder umsonst bekommen hat und in seinem Video das nicht als Werbung deklariert hat. Was ist das denn für eine Scheiße, Digga? Puh. In Hamburg treffe ich zwei Juristen einer Kanzlei für Sport- und Lizenzrecht. Sie arbeiten nicht weit vom FC St. Pauli. Hier hat Wiska Barca aber wohl noch keine Videos gedreht. Wir spielen ja auch in der zweiten Liga. Ist jetzt eher nicht so interessant als Stadion-Vlog. Was würdet ihr dazu sagen, was er da jetzt gerade macht? Das ist auf jeden Fall kommerziell. Also er bewirbt mehrere Produkte oder Dienstleistungen. Einmal das Hotel, dann die Brand seiner Kleidung. Sina, und oh nein, ich will auch nicht beleidigen, Digga. Aber es ist so dumm, das Video. Ihr redet viel und sagt wenig. Ihr seid einfach doof. Und von daher ist da für mich kein Zweifel, dass da ein kommerzieller Gedanke auch hinter steckt. Hat er das vorher als Werbung gekennzeichnet? Nee. Ja, ne? Dabei sind die Regeln eigentlich ziemlich streng. Es kann auch sein, dass ich Inhalte als Werbung kennzeichnen muss, wenn ich kein Geld bekommen habe, sondern wenn ich irgendeinen anderen Vorteil erlangt habe. Mhm. Also beispielsweise eine Influencerin, die für eine Klamottenmarke in irgendeiner Form an Start geht. Geht es hier noch um Stadion-Vlogs oder nicht? Weil das, was wir hier die ganze Zeit uns reinziehen, ist einfach nur die Nadel im Heuhaufen suchen, um möglichst im Bestfall die Influencer Wiska Barca, Trimax doof dastehen zu lassen. Es ist völlig am Thema vorbei. Berichterstattung ist eine 0 von 10. Geht. Also da sagt die Klamottenmarke hier, pass mal auf, du hast irgendwie 200.000 Follower, du bist für uns total interessant. Wir statten dich jetzt mit, was weiß ich, Marco Polo Klamotten aus. Ja. Die ziehst du jetzt aber bitte an und verpflichtest dich für 3 der 4 Drehs. Dann ist das natürlich, dann kriegt sie möglicherweise keine Geldleistung, aber sie kriegt Klamotten. Klamotten, genau. Das heißt, eigentlich müsste er sagen, oder eine kleine Marke irgendwo reinmachen, Werbung, oder in den Beschreibungstext schreiben, Werbung, oder er sagt vor der Produktplatzierung irgendwie ganz klar, hey, hier, ich mache jetzt Werbung für. Genau, ja. Richtig. Ja, Kennzeichnungspflicht, ja. Für Werbung nach dem Medienstaatsvertrag. Ja, und der Medienstaatsvertrag ist absolut veraltet und absolut dumme Scheiße. Und dazu stehe ich auch und das werde ich auch immer genauso sagen. Theoretisch gesehen, rein gesetzlich, muss ich auch, wenn ich jetzt beispielsweise hier ein Foto mache, oh, ich bin am Stream und im Hintergrund ist die Dr. Pepper zu sehen. Ich habe mir die Dr. Pepper von meinem eigenen Geld gekauft, sie steht einfach nur im Hintergrund. Dann müsste ich theoretisch gesehen laut deutschem Gesetz, so ist zumindest der Standpunkt vor einigen Jahren, 1,5 Jahren oder so gewesen, müsste ich theoretisch gesehen auch das als Werbung kennzeichnen, weil ja dort eine Marke zu sehen ist. Wir reden hier über eine, und das repräsentiert, zeige ich es anhand des Beispiels eigentlich auch ganz gut, wir reden hier über ein Neuzeitding. Stadion-Vlogs, YouTube, Instagram, das ist alles Neuzeitkram. Diese Leute und vor allem die Gesetze auch noch gar nicht angekommen sind. Wir müssen uns, und ich will jetzt nicht meckern, sondern wir gucken uns das Video gleich weiter an, aber ich glaube, ihr werdet das ein wenig nachvollziehen können. Wir müssen uns leider an Gesetze halten, die
gemacht worden sind, als es das, was wir machen, noch gar nicht gab. Gesetze wurden gemacht für eine ganz andere Zeit, aber sie werden trotzdem an uns angewendet. Das, was Mr. Barca da gemacht hat, ist ein ganz normaler Standardkram. Und am Ende des Tages, sage ich euch ganz ehrlich, ist meine persönliche Meinung, ob Wisca Barca die Scheiße als Werbung deklariert oder nicht, juckt doch nicht die Bohne, wenn er da mir das Hotelzimmer zeigt und sagt, ey, das war cool, ah, okay, dann weiß ich doch Bescheid, dann war es cool so. Und jeder weiß das, wenn er Elevate bewerbt, beziehungsweise laut diesem Video bewerbt, wenn er das zeigt und sagt, yo, hier, Elevate, bla, dann macht er das, weil er dankbar ist und sich drüber freut, dass die Jungs um Eli ihm immer regelmäßig Klamotten geben, eine Hand wäscht die andere, ja, Eli schickt ihm Klamotten, Barca zeigt die in der Story, markiert ihn vielleicht auch mal im Umkehrschluss, Barca bringt, keine Ahnung, in einem halben Jahr selber irgendein Produkt raus, schickt Eli ein paar Sachen, dann macht Eli mal eine Story, das nennt sich eine Hand wäscht die andere, ja. Und das ist ganz Standard. Und laut welcher Definition ist das keine Werbung? Wie gesagt, ich hänge nicht in den Gesetzen drinne. Für mich ist es keine Werbung, denn wird er nicht für bezahlt. Er hat keinen Deal mit denen. Es ist einfach nur eine Handwäsche, die andere Sache. Wenn du der Meinung bist, Barca sollte das als Werbung markieren, dann ist es ja auch okay. Aber es geht ja darum, Digi, dass das Video die Wahrheit über Stadion-Vlogs und die schlimmen Fußball-Influencer geht. Und bis jetzt versuchen sie ihm da halt einen Strick um den Hals zu legen, ohne Erfolg. Die versuchen halt die Nadel im Heuhaufen zu finden, ne? Im Hintergrund konfrontieren wir mehrmals das Management von Wisca Barca. Sie wollen sich nicht äußern. Aber in Wisca Barcas nächsten Video steht dann plötzlich das hier. Vielen, vielen Dank auch an Spotify, dass sie uns heute diesen Tag hier ermöglichen. Das ist der Haupttrikotsponsor von Barca. Werbehinweise konnten wir in seinen Videos sonst nur sehr wenige finden. In vielen Bereichen nutzen Vlogger offenbar ein Grau... Und jetzt wollt ihr einen Schulterklopfer haben, weil ihr denkt, dass es auf euren Bocken ist gewachsen, oder was? Super. Graubereich aus. Solange sie keiner abmahnt, kann auch nichts passieren. Die sind so dämlich, ja. Es ist... Ja, Fußball ist halt extrem populär und natürlich profitieren sie davon, weil sie genau wissen, dass diese Bewegtbildaufnahmen, die sie letztendlich mit dem Handy oder mit was auch immer erzeugen, aufgrund des Umfelds, sprich Stadion, Zuschauer, Vereine, die spielen, Spieler, die spielen, natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit generiert. Und letztendlich wird die Marke, ob das nun der Bundesliga oder möglicherweise der beteiligten Clubs oder eben auch der Spieler, natürlich ausgenutzt oder dafür genutzt, entsprechenden Traffic zu erzeugen. Wenn Influencer ihre Vlogs für Produktplatzierung nutzen, machen sie dann womöglich auch Werbung für die Vereine oder die Bundesliga? Man hat wirklich das Gefühl, man hört da Oleg und Bolleg beim Reden zu. Auffällig ist, dass ihre Videos offenbar nicht gelöscht werden. Dabei sind die Nutzungsrechte im Fußball eigentlich geschützt, liegen unter anderem bei den TV-Sendern, die für Bundesliga oder Champions League zusammen jährlich Milliarden zahlen. Haben einige Vlogger also eine Sonderstellung? Und wie kommt die zustande? Hierfür schauen wir uns die Firmen an, die im Hintergrund agieren. Digga, wenn ich da noch einmal Elevate irgendwo sehe, Digga, ne? Also wirklich. Manche Vlogger sind zum Beispiel bei Atletia Sports unter Vertrag. Und jetzt wird's wild, denn gleichzeitig soll Atletia den Rechteschutz für die DFL durchsetzen. Dafür haben sie unter anderem die Firma Rights gegründet und vollmundig beworben. Die Bundesliga ist eines der wertvollsten Übertragungsrechte weltweit. Ein Recht, das die DFL im Sinne ihrer Medienpartner und Fans vor illegaler Verbreitung schützt, gerade in der digitalen Welt. Diese Aufgabe übernimmt Atletia, der Marktführer im Bereich Social Media Protection und Content Compliance. Das Unternehmen soll also einerseits die Rechte von Lizenzgebern und Medienpartnern schützen und vertritt andererseits die Vlogger. Ein Interessenskonflikt? Hä? Und schon wieder. Unseren Fragen wird ausgewichen. Also, ja, wirklich selten so eine dumme Doku gesehen. Aber wir konnten mehrere Fälle recherchieren, in denen Atletia alles andere als zimperlich gegen YouTube-Videos vorgegangen ist. Zurück in Hamburg. Ja, und wo sind die Fälle jetzt? Das wollte ich nochmal gerne sehen. Trimax führt letzte Interviews vor dem Anpfiff. Seine Stadion-Vlogs wurden bislang nicht abgemahnt. Im Gegenteil. Was ich auch dann von HSV direkt gehört habe oder von den Sponsoren, fand ich das mega cool, dass ich im Stadion bin. Haben dann auch gesagt, hey, komm mal gerne, auch, wir können dir auch mal hier eine Loge geben oder dass du in der Business-Loge mal Platz und von da ein Spiel anschaust. Also da profitieren letztendlich alle mit davon, dass ja, man auch super. Vom Stadion flackt. Ist doch auch super, Digga. Ich verstehe auch nicht das Problem. Auch von den, sagen wir mal, den normalen Fußballfans so. Also wie gesagt, in euren Ultra-Blogs kann ich das verstehen, dass ihr da ungerne Influencer haben wollt, weil ihr da untereinander sein wollt und auch nicht gefilmt werden wollt und
Na, auch mal vielleicht mal irgendwie, was passiert dort, was vielleicht nicht so gern gesehen ist, was weiß ich, Bengalos, whatever, das kann ich schon verstehen. Aber ist doch eine geile Sache, wenn in so ein großer Charakter und mit so viel Reichweite wie Trimax zum HSV geht und dort einen Vlog macht und die Eindrücke einfängt und die Stimmung und einfach ein rundum cooles Video macht. Er hat so viele, auch jüngere Zuschauer natürlich, die das sehen und vielleicht dann auch mal sagen, ey Mami, Papi, ich will auch mal ins HSV-Stadion. Trimax war auch da. Es gibt aus meiner Wahrnehmung nichts Negatives daran, ganz im Gegenteil. So, und auch dieses Totschlagargument, ja, der kauft ja den richtigen Fans die Tickets weg. Die Hardcore-Fans haben sowieso eine Dauerkarte. So, und selbst wenn er dann mal beispielsweise bei einem Ticketverkauf schneller ist als jemand anderes und sich dann ein Ticket holt und dann halt dort filmt und der Hardcore-Fan kein Ticket bekommt, das Leben war noch nie fair. So, er bezahlt aber genau den gleichen Preis wie der andere Typ auch und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und am Ende sind es oftmals aber dann auch die Hardcore-Fans, die ihre Tickets verkaufen an Influencer oder berühmte Leute für den doppelten, dreifachen Preis, weil sie den schnellen Reibach riechen. Ja. Macht. Also man hat keine offizielle Erlaubnis, ist es aber bisher immer sehr gerne gesehen. Aber das heißt, der HSV kam auf dich zu und hat dich sozusagen nach über die Sponsoren haben sie dann gesagt, ey, die fanden das mega geil, Stadionvlog gesehen, mach doch gerne nochmal einen, ja. Willkommen in die Loge. Der HSV hat sich uns gegenüber dazu nicht geäußert. Ja, warum sollten aber sie auch? Wir haben recherchiert, dass andere Bundesliga-Clubs schon Influencer eingeladen haben. Ja, richtig. Und nicht nur die. Trimax sagt uns, dass ihn sogar Lizenznehmer anfragen. Amazon habe ihn zu einem Champions-League-Spiel eingeladen. Und, wo ist das Problem? Wo ist jetzt das Problem? Auf Nachfrage bestätigt Amazon uns, dass man im Rahmen eigener Übertragungsrechte mit Influencern zusammenarbeitet. Ja, und? Wo ist das Problem? Diese Vlogger sind bei Agenturen unter Vertrag. Und manche der Agenturen haben Bundesliga-Vereine oder auch solche Lizenznehmer als Kunden. Wissen also alle von den Absprachen und machen es nur nicht transparent? Anruf bei Sport1. Einer der Sender, der im Gegensatz zu Vloggern viel Geld dafür ausgibt, die Bundesliga zeigen zu dürfen. Ist man dann da mit der DFL in Austausch? Also spricht man dann über konkrete Influencer und stimmt sich so ein wenig ab? Oder gibt es da quasi einfach intransparente Abstimmung zwischen der DFL und den jeweiligen Influencern? Und man selbst muss das so ein bisschen kaufen. Man hat gar nicht das Gefühl, ich verstehe gar nicht, wo sein Punkt ist. Also worauf möchte er jetzt im gesamten Video, worauf möchte er jetzt hinaus? Worauf möchte er denn jetzt hinaus? Ich verstehe gar nicht, wo sein Leitfaden in dem Video ist. Der versucht irgendwo das Haar in der Suppe zu finden. Aber man versteht gar nicht, wohin möchte er jetzt in dieser Dokumentation? Und es ist auch komplett voreingenommen und null objektiv. Man hat ein bisschen das Gefühl, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, man hat ein bisschen das Gefühl, dass er angepisst ist, dass er nicht eingeladen wird. Welcher spezielle Influencer angesprochen wird, da sind wir nicht mehr involviert, aber der Sinn dahinter. Diese Telefoncalls, ich habe da auch schon einige gehabt, mit so Leuten, die aus der Marketingabteilung, die dich dann immer einladen und auf Krampf immer den voreingestellten Greenscreen anhaben. Die sind immer perfekt, Digga. Und der Zweck, der wird gemeinsam verfolgt. Wer mit der DFL oder Partnern kooperiert, hat offenbar Sonderrechte. Die anderen müssen in den sauren Apfel beißen. Wenn es eine Abstimmung mit der DFL erfolgt, dann werden wir meist informiert und dann ist das auch auf unserem Schirm und wir gehen auch nicht dagegen vor oder diskutieren, wenn dann nochmal inhaltlich darüber die illegalen Streamer, so nennen wir es. Ich bedanke mich gleich für die ganzen gegifteten Subs, danke euch jetzt aber schon mal Kuss. So ein bisschen, die sich leider häufen, also das ist schon ein Phänomen, was immer größer wird. Das ist dann, meistens schicken wir die DFL eine Mail mit, wie gesagt, es häuft sich, dadurch kommen relativ viele Mails zur DFL und es ist auch schwer, das zu unterbinden, aber da versuchen wir dann gemeinsam vorzugehen und ja, in irgendeiner Form abzumahnen. Lange sagt uns die DFL nur, dass man das Thema im Sommer angehen wolle. Kurz vor Produktionsschluss gibt ein Sprecher dann aber zu: Im Bereich Global Marketing arbeitet die DFL vereinzelt und insbesondere mit Fokus auf internationale Märkte mit Influencern zusammen. Vor allem, um die internationale Wahrnehmung der Bundesliga unter jungen Fans zu steigern. Oh, das ist auch vollkommen okay. Die Nutzungsrechte würden aber mit Medienpartnern im Vorfeld klar abgestimmt. Öffentlichkeit und Fans bekommen von solchen Absprachen aber wohl nichts mit. Vielleicht wissen auch deshalb einige Vlogger kaum über die rechte Lage Bescheid. Sie sehen die Vlogs bei anderen und probieren es einfach selbst. Auch, weil sie Stadionbesuche lieben. Hi, ich bin Marvin. So wie Marvin. Marvin dreht seine Vlogs nur mit Who the fuck is Marvin? Einer Handykamera und alten Kopfhörern. Anders käme er eh nicht ins Stadion. Who the fuck is Marvin, Digga? Erkannt wird er aber trotzdem.
Ich gehe jetzt gleich rein, dort in den Block rein. Du siehst ja quasi als Zuschauer immer nur so vom Fernseher direkt die Perspektive. Das heißt, von dem Moderator so und die Sicht hast du. Aber mir siehst du ja quasi, wie geht er rein, wo ist der Platz, wie sieht das Stadion von innen aus so. Ich teste auch manchmal das Essen so. Dann sage ich den Leuten, ey, hier die Bratwurst oder Brät. Das ist deine Mutter. Boah, krasser Diss, Bruder. Wirklich. Ganz krasser Diss, Charlie Desio, Digga, der hat mich fast, also ich habe das Gefühl, dass ich offline gehen muss, weil du mich so krass gedisst hast. Das ist also meine Mutter, ey Digga, heftiger, also ich habe gedacht, meine Witze sind manchmal schon bad. Er hat mich mundtot gemacht, ja, er hat mich hochgenommen, ja. Naja, weiter geht's. So, oder was sind die Preise des Essens so, das siehst du halt im normalen Video halt nicht. Ein Video von Marvin wurde schon mal abgemahnt. Er hofft aber, dass das nicht häufiger passiert. Ich tue ja in meinen Videos nicht negativ berichten so. Und auch tue ich nie über den Verein schlecht reden. Von daher ist meiner Meinung nach... Gerade das sollte kein Problem sein, Digga. Wenn du als Stadion-Vlogger in ein Stadion gehst und dir etwas dort nicht gefällt, dann solltest du es auch offen und ehrlich ansprechen können. Und das ist doch, das sollte in dem Video kritisiert werden. Aber das wird natürlich nicht gemacht. Warum sollte man nur positiv berichten? Wenn ich in ein Hotel gehe und mir gefällt das Hotel nicht, dann berichte ich da auch negativ. Ich will jetzt nicht sagen, dass Viscabasa das auch schon gemacht hat, aber mit Sicherheit hat Viscabasa auch mal in einem Vlog gesagt, dass das Hotel ihm vielleicht nicht so zugesagt hat. Warum wird das jetzt nicht hinterfragt? So, das sind Punkte, wo ich sagen würde, das ist verwerflich, dass nur positive Videos gestattet werden. Ja, eigentlich positive Werbung für die, weil wenn ich Zuschauer habe, die zum Beispiel mich feiern, meine Klamotten kaufen oder sonst etwas und ich sage, ey, geht ins Stadion rein, schaut euch das an, das ist ja nur Werbung für die, weil die sagen, ey, Marvin hat gesagt, geh ins Stadion, das ist cool, dann mache ich das wohl auch mal. Da kommt gerade der Bus, kann ich mal kurz filmen. So, hier sieht man noch den Frankfurt-Bus, der jetzt gerade ankommt. Marvin geht ins Stadion. Wir bleiben draußen, da wir im Innenraum ohnehin nicht einfach filmen dürften. Viele, vor allem junge Menschen, wollen solche Vlogs wie von Marvin sehen. Aber die DFL schafft sich ein eigenes Problem. Es wird immer schwieriger, die Nutzungsrechte zu schützen. Klar ist aber auch, so analog wird Fußball nie wieder aussehen. Es ist so eine dämliche Scheißdokumentation, das muss ich wirklich sagen. Die DFL schafft sich ein eigenes Problem. Es wird immer schwieriger, die Nutzungsrechte zu schützen. Was für verfickte Nutzungsrechte, Digga? Recherchier doch mal in deiner Scheiß-Doku darüber, wie beschissen es ist mit der Lizenzverteilung. Und das kleinste Problem sind Leute, die aus dem Stadion einen coolen Vlog machen und das irgendwie 16 Stunden, 20 Stunden später, whatever, bei YouTube hochknüppeln. Das große Problem sind die Lizenzen, die untereinander vergeben werden, wo Millionen, Hunderte von Millionen Euro ausgegeben werden und am Ende der Otto-Normalverbraucher, nämlich ich oder ihr, gefühlt 7 Abos abschließen muss, um dann auch alle Spiele sich angucken zu können. Warum sind denn solche Vlogs und Fußball-Highlights insgesamt nicht nur als Stadion-Vlog, sondern auch illegal hochgeladene Highlights und ähnliches und illegale Übertragung so beliebt? Weil nicht jeder im Monat 150 Euro oder 200 Euro übrig hat, um alle Abos abzuschließen, Digga. Das ist doch das große Verbrechen am Ende des Tages. Das ist das größte Verbrechen, was es gibt, Digga, in dem Fußball. Die Lizenzvergabe. Und ich kann euch mal ein kleiner Fun-Fact, also, ne, habe ich mir hören sagen lassen, diese Fußballrechte werden vergeben, indem einfach verschiedene Firmen, sagen wir jetzt mal Amazon, DAZN, die müssen Angebote abgeben. Sie wissen nicht untereinander, wer welches Angebot abgeben hat. Sky bietet 200 Millionen. Sky bietet 200 Millionen. DAZN bietet 250 Millionen. Und die Differenz zwischen den beiden Angeboten ist 50 Millionen. Als Beispiel jetzt. Aber das wissen sie nicht. Und der das höchste Angebot abgibt, bekommt den Zuschlag. Das ist ein Bietverfahren. Das wäre nochmal ein Thema. Aber das ist eigentlich das ganz große Problem, Digga. Das ist, ey, Fußball, ich sag euch ganz ehrlich, Fußball als solches ist schön zu gucken, aber alles drum und dran ist doch alles nur Geldmacherei, kriminelle Scheiße. Und das Video ist ganz große Scheiße gewesen, Digga. Und ich verstehe nicht, wer das liked, sag ich ehrlich. Ja, und der Union-Fan hat auch, ich muss auch wirklich sagen, man hätte sich viele Kollegen einladen können, aber der Union-Fan hat auch also überhaupt nichts zu dem Video beigetragen, ganz im Gegenteil. Und das hat der Kanal dazu kommentiert. Liebe Community, wie ihr seht, haben wir die Kommentarfunktion für dieses Video beschränkt. Dazu haben wir uns nicht wegen der vielen kritischen Kommentare entschieden, die es in diesem Film gegeben hat. Die gab es und das machen wir hier auch transparent. Wir akzeptieren und bla 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 bla. Bruder, halbe Bibel, ganzer Sohn, wer lädt sich die Scheiße durch? Pisst euch. Check mal F5 für die aktuellen Dislikes. Plattform. Immanuel bezweifelt, dass durch Vlogger dauerhaft mehr junge Leute... Holy shit.
Huch, da sind 1.500 Dislikes dazugekommen. Es war auch ein absolutes Scheiß-Video, Digga. Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Das war auch einfach ein Scheiß-Video, Digga. Das war wirklich ein katastrophales Video, Digga. Mal nochmal R5. 17.445. Plattform. Emanuel Bez. 17.000. Nochmal 400 Stück gefressen. Ja, was soll ich euch sagen?